Wenn du als Freelancer auf Upwork aktiv bist und darüber Projekte abwickelst, dann hast du ziemlich sicher ein riesengroßes Problem mit deiner Buchhaltung. Oder genauer gesagt mit deinen Rechnungen. Und meiner Erfahrung nach wissen mehr als 95% nicht, dass sie da ein riesengroßes Problem haben. Und dass sie sogar für den Fehler, den sie in ihrer Buchhaltung haben, haften. Und was das genau ist, das schauen wir uns jetzt an. Also grundsätzlich, wenn du ohne Plattform freelance für ein Unternehmen, dann gibt es ja einmal dich, und einmal deinen Kunden, dein Unternehmen. Und dann beauftragt dich das Unternehmen mit irgendwas. Beispielsweise eine Strategie zu entwickeln für den nächsten TikTok-Kanal oder Logo-Design oder Webseite bauen oder was auch immer. Das heißt, ein Unternehmen beauftragt dich, ihr kommuniziert, entweder in Person, Telefon, E-Mail, wie auch immer. Du machst deine Arbeit, du lieferst die Arbeit ab, schickst das an das Unternehmen und bekommst dann Geld. Also meistens schickst du auch on top eine Rechnung. Das heißt, das Unternehmen bekommt die Arbeit, die du erledigt hast, plus die Rechnung und du bekommst das Geld. Das ist die normale Vertragsbeziehung. Das Ganze wird ein bisschen komplizierter, wenn du auf Freelance-Plattformen wie zum Beispiel auf Upwork aktiv bist. Da bekommst du das Geld nämlich nicht vom Kunden. Da ist es so, dass der Kunde ein Projekt ausschreibt, du bewirbst dich auf dieses Projekt, du wirst eventuell, wenn es gut läuft, genommen, dann bekommst du das Briefing für die Arbeit, fängst an zu arbeiten. Dann gibst du die Arbeit an den Kunden und bekommst von Upwork dein Geld. Und das Geld hat Upwork natürlich nicht aus der eigenen Tasche bezahlt, sondern hat es vorher vom Kunden bekommen. Das heißt, das Geld fließt über Upwork zu dir. Und wie sieht die ganze Rechnungssituation aus? Upwork stellt dir einmal eine Rechnung für die Gebühren, die sie abgerechnet haben. In der Regel nimmt sich Upwork 20% bis zu einem bestimmten Umsatzvolumen und dann sind es 10%. Und dein Kunde bekommt auch eine Rechnung von Upwork, und zwar für deine Leistung. Also um simpel zu sagen, Upwork übernimmt die Rechnungsstellung, also erstellt für dich die Rechnung für den Endkunden. Und jetzt kommen wir zu einem riesengroßen Problem. Upwork macht das konsequent falsch. Und das große Problem ist, es ist deine rechtliche Verantwortung, eine ordnungsgemäße Rechnung aufzustellen. Nur weil du diese Plattform nutzt, um mit deinem Kunden etwas abzurechnen, heißt es nicht, dass du aus dieser rechtlichen Verantwortung draußen bist. Nach § 14 Umsatzsteuergesetz ist es deine Verantwortung, eine ordnungsgemäße Rechnung auszustellen. Und das musst du auch tun. Wenn du da falsche Rechnungen hast, dann musst du unter Umständen für den Schaden, der da entsteht, haften. Und welcher Schaden könnte das sein? Insbesondere die Umsatzsteuer. Schauen wir uns doch einfach mal so eine Rechnung an. Ich blende die hier einfach mal ein. Das ist eine Rechnung von einem Job, den ich erledigt habe. Ihr seht hier, Pergens Consulting GmbH, das ist meine Firma, da hatte ich einen Kunden. Ich habe jetzt erstmal anonymisiert, welcher Kunde das ist, weil das spielt für den Fall keine Rolle. Was wir aber sehen ist, das ist ein deutsches Unternehmen mit einer deutschen Umsatzsteueridentifikation mit Sitz in Düsseldorf. Das heißt, wir hatten hier eine Vertragsbeziehung, deutsches Unternehmen, also ich, zu einem deutschen Unternehmen. Das heißt, deutsch-deutsche Geschäftsbeziehung. Da ist auch beschrieben, was ich genau gemacht habe. Das Ganze ist eine Dienstleistung, also eine Beratungsleistung. Und jetzt kommt der ganz spannende Punkt. Diese Leistung ist ganz offensichtlich steuerpflichtig und ich muss 19% Umsatzsteuer abführen. Aber was macht Upwork mit dieser Rechnung? Aus welchen Gründen auch immer schreibt Upwork eine Reverse-Charge-Rechnung. Mit 0% Umsatzsteuer, Reverse-Charge. Falls du nicht genau weißt, was Reverse-Charge ist, schau dir mal das Video an, was ich dir oben rechts verlinke. Reverse-Charge gilt für Geschäftsbeziehungen von einem Unternehmen für ein Unternehmen in einem anderen EU-Land. Und dann wäre das vollkommen richtig, 0% Umsatzsteuer auszuweisen und Reverse-Charge auf diese Rechnung zu schreiben. Von deutsch-deutschen Geschäftsbeziehungen ist das einfach grundsätzlich falsch. Und es fehlt auch noch eine andere wichtige Rechnungsangabe, und zwar der Leistungszeitraum. Auch der Leistungszeitraum fehlt auf dieser Rechnung vollkommen. Das heißt, unterm Strich habe ich jetzt in meiner Buchhaltung eine falsche Rechnung und mein Kunde mit Sitz in Düsseldorf hat auch eine falsche Rechnung. Das Problem ist, ich als Leistungserbringer, als leistendes Unternehmen, hafte für diese Rechnung. Ich muss unter Umständen die Konsequenzen tragen. Und die Konsequenz ist halt, ich habe eine Rechnung ausgestellt, ohne Umsatzsteuer. Ich muss aber Umsatzsteuer ausweisen. Und wenn ich die Rechnung jetzt so in meiner Buchhaltung erfassen würde, so wie sie Upwork ausgestellt hat, und ich kriege irgendwann eine Betriebsprüfung, dann wird das Finanzamt 19% Umsatzsteuer von mir verlangen, obwohl ich dieses Geld nie bekommen habe. Und das Finanzamt macht es sich ehrlicherweise in solchen Betriebsprüfungen ziemlich einfach. Wenn ich nicht nachweisen kann, dass mein Endkunde, also der Abnehmer der Leistung, nicht Upwork, sondern wirklich der Kunde, von wo der sein Unternehmen betreibt, dann nimmt das Finanzamt einfach pauschal 19% Umsatzsteuer an. Und ich habe das mal ausgerechnet, ihr habt das vielleicht gesehen, ich habe mit meinem Profil insgesamt 50.000 Euro Umsatz gemacht. Und wenn ich das alles so gebucht hätte und in einer Betriebsprüfung sagt das Finanzamt, naja, da fehlt mir aber die Umsatzsteuer, dann muss ich ja plötzlich diese 50.000 Euro nehmen und daraus die Umsatzsteuer rausrechnen. Und dadurch reduziert sich ja nachträglich mein Preis. Und ich muss eine ordentlich saftige Umsatzsteuernachzahlung leisten. Bei 50.000 Euro, 19% Umsatzsteuer rausgerechnet, sind 7.983,19 Euro. Das heißt, es sind
8.000 Euro oder genauer gesagt ungefähr 16%, die ich plötzlich von meinem Umsatz wegnehmen muss und dann einfach ans Finanzamt überweisen muss. Und warum? Weil ich mich darauf verlassen habe, dass Upwork eine richtige Rechnung in meinem Namen ausstellt. Kommen wir zur Lösung des Problems. Also, was mache ich denn als Freelancer auf dieser Plattform? Idealerweise ignorierst du diese schlechte Rechnung, die du Upwork ausstellst und erstellst einfach eine eigene. Du bist verpflichtet, eine ordnungsgemäße Rechnung auszustellen als Leistungserbringer und natürlich kannst du auch einfach mit irgendeinem Rechnungstool dann eine ordnungsgemäße Rechnung ausstellen, weil das, was Upwork erstellt, ist nach deutschem Recht keine ordnungsgemäße Rechnung. Und wenn du Rechnungen schreibst, dann musst du natürlich deinen Kunden fragen, wo der Sitz ist, wie die Firmierung ist und so weiter. Und im Wesentlichen gibt's bei Dienstleistungen, was du ja in der Regel über Upwork verkaufst, da verkaufst du keine physischen Güter, sondern Dienstleistungen. Da gibt es drei unterschiedliche Szenarien, wie Rechnungen auszusehen haben. Das Ganze würde hier extrem den Rahmen sprengen. Deswegen verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung einfach mal eine Checkliste und da kannst du nachgucken, was auf deiner Rechnung stehen sollte. Denn es unterscheidet sich, ob dein Kunde in Deutschland sitzt, ob der in dem übrigen EU-Land sitzt oder seinen Sitz irgendwo außerhalb der EU hat. Ich habe zu dem ganzen Thema Rechnungsstellung übrigens auch schon ein paar Videos veröffentlicht, die verlinke ich dir einmal oben rechts. Guck da gerne mal vorbei. Meine persönliche Empfehlung ist, nutz irgendein Rechnungstool. Also ich würde jetzt nicht anfangen, mit Word und Excel irgendwie selbst ein Template zu bauen. Es gibt kostenlose Anbieter, mit denen du Rechnungen schreiben kannst, zum Beispiel auch im Kontist Geschäftskonto oder Zervant. Dann kannst du einfach deine Rechnungen schreiben und dann weißt du, dass es richtig ist. Du kannst auch deinen Kunden anbieten, ihnen die Rechnung zu schreiben. Das heißt, du solltest das ganze Thema richtige Rechnung einmal thematisieren in dem Austausch mit deinem Kunden. In den allermeisten Fällen wissen die Kunden gar nicht, dass diese Rechnungen falsch sind, aber die haben auch genau das gleiche Problem wie du, weil die haben in ihrer Buchhaltung auch eine falsche Rechnung. Und das Problem ist, du musst zwar Umsatzsteuer ausweisen in Deutschland, aber dein Kunde kann diese Umsatzsteuer nicht geltend machen, wenn sie keine ordnungsgemäße Rechnung haben. Deswegen sollte dein Kunde in den allermeisten Fällen auch ein großes Interesse haben, eine ordnungsgemäße Rechnung zu bekommen. Es kann immer sein, dass wenn die Unternehmen außerhalb der EU sind, das heißt irgendwo in Singapur, USA, China und so weiter, dann kann es sein, dass sie es einfach nicht interessiert. Dann musst du die Rechnung auch nicht verschicken, dann schreibst du diese Rechnung nur für deine Buchhaltung, damit du das in deiner Buchhaltung sauber erfassen kannst und dem Finanzamt auch nachweisen kannst, dass das eine Leistungserbringung war für ein Unternehmen außerhalb der EU. Das reicht vollkommen. Ich gehe davon aus, dass fast alle deine Kunden, die entweder in der EU oder in Deutschland ihren Geschäftssitz haben, sich sehr darüber freuen, wenn du ihnen eine ordnungsgemäße Rechnung schickst. Mit diesem Workaround haben wir eine Lösung gefunden, dass du eine Rechnung hast. Es bleibt aber ein großes finanzielles Problem. Und zwar, was machen wir denn mit der Umsatzsteuer? Umsatzsteuer musst du nur auf deinen Rechnungen ausweisen, wenn dein Kunde in Deutschland seinen Sitz hat und du deinen Sitz auch in Deutschland hast. Und idealerweise zahlst du die Umsatzsteuer ja nicht aus deinem Umsatz, weil bei einer ganz normalen Rechnung ohne Plattform hast du ja auch deinen Preis und schlägst darauf die Umsatzsteuer auf. Das Ganze geht bei Upwork aber nicht so einfach. Und ehrlicherweise gibt es da nur zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, du gehst in Kommunikation mit den Kunden auf dieser Plattform, erläuterst ihm die Situation und schreibst noch eine separate Rechnung nur über die Umsatzsteuer und schickst sie an den Kunden und der Kunde überweist dir einfach auf dein Bankkonto den Umsatzsteuerbetrag. Das widerspricht leider den Nutzungsbedingungen von Upwork. Aber am Ende hast du denn die Wahl, was schlimmer ist? Ärger mit dem Finanzamt oder Ärger mit Upwork? Ich weiß, es ist beides nicht toll, aber das ist die erste Möglichkeit. Ich weiß, dass das Ganze wahnsinnig schwierig ist, den Auftraggeber davon zu überzeugen, dass man jetzt nochmal 19% Umsatzsteuer separat in Rechnung stellen muss. Deswegen habe ich eine Musternachricht geschrieben. Die kannst du einfach copy-paste an deinen Auftraggeber schicken. Da habe ich genau nach Paragraphen aufgelistet, was das Problem ist und dass du jetzt gerne separat die Umsatzsteuer abrechnen würdest. Die Nachricht kannst du einfach genau so kopieren. Was du natürlich auch machen kannst, ist, du schickst ihm einfach dieses Video, da erkläre ich ja genau den gleichen Fall. Wie gesagt, dein Kunde und Auftraggeber sollte auch ein großes Interesse daran haben, am Ende eine saubere Rechnung mit Umsatzsteuerausweis zu haben. Ich weiß, dass das eine komische Lösung ist, irgendwie nochmal Umsatzsteuer einzeln abzurechnen und das mag vielleicht sinnvoll sein, wenn man eine lange Vertragsbeziehung mit seinen Auftraggebern hat. Wenn das aber so ein einmaliger Job ist, dann verstehe ich, dass man vielleicht eher lieber darauf verzichtet, weil das Ganze irgendwie komisch rüberkommen könnte, eventuell. Ich hoffe, meine Nachricht hilft da so ein bisschen. Du hast allerdings auch noch eine zweite Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass du deine Kalkulation änderst. Das heißt, du kalkulierst deinen Stundensatz oder deinen Projektpreis von vornherein so, dass du davon ausgehst, dass du 19% daraus einfach
an Umsatzsteuer zahlen musst. Dann hast du auch immer noch eine falsche Rechnung. Aber wenn du zum Beispiel ein Projekt hast und du bist bereit, dieses Projekt für 1.000 Euro zu machen, dann setzt du halt nicht 1.000 Euro an, sondern 1.000 Euro plus 19% Umsatzsteuer, sprich 1.190 Euro. Das heißt, du hebst deinen Preis einfach um 19% an. Wichtig da ist natürlich, dann ist die Berechnungsgrundlage für die 20% Gebühren von Upwork auch die 1.190 Euro. Das heißt, auf die theoretisch gerechnete Umsatzsteuer musst du denn ja auch nochmal 20% Gebühren zahlen. Das ist nicht so besonders schön, ehrlicherweise. Aber natürlich steht es dir vollkommen frei, einfach deinen Preis um 19% anzuheben. Und dann kriegst du ja die Auszahlung von Upwork. Und von diesem Umsatz, den du da generiert hast, da zahlst du dann einfach 19% im Rahmen deiner Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt. Ehrlicherweise ist auch das nicht so eine ganz tolle Lösung. Du führst die Umsatzsteuer ab, aber die Umsatzsteuer könnte normalerweise ja dein Auftraggeber auch in der eigenen Umsatzsteuervoranmeldung sich wieder vom Finanzamt wiederholen. Kann dein Kunde aber nicht, weil dein Kunde ja dann nur die Upwork-Rechnung hat, die falsch ist. Das heißt, du solltest das ganze Thema, wenn dein Kunde seinen Sitz in Deutschland hat, unbedingt einmal ansprechen, um zu besprechen, wie ihr das Ganze macht. Ein Problem gibt es nämlich, wenn du einfach die Umsatzsteuer auf deine Kalkulation aufschlägst. Meine persönliche Erfahrung ist nämlich, dass der Preis für ganz viele Auftraggeber auf Upwork schon ein entscheidendes Kriterium ist. Und wenn du deine Preise einfach wegen der deutschen Umsatzsteuer um 19% anhebst, dann sinkt halt die Wahrscheinlichkeit, dass du diesen Auftrag bekommst. Deswegen würde ich eventuell einfach einen Satz zum Thema Umsatzsteuer in die Projektbewerbung mit reinschreiben. Diesen kleinen Satz, diesen kleinen Abschnitt, den ich einfach an deiner Stelle ergänzen würde, den findest du auch einmal unten in der Videobeschreibung. Nimm einfach den, kannst du gern Copy-Paste verwenden. Und dann gibt es noch einen Fehler, den auch fast alle machen. Und der Fehler heißt Verrechnungsverbot. Wenn du nämlich für 1.000 Euro plus 19% Umsatzsteuer einen Auftrag hast auf Upwork, bekommst du ja nicht 1.190 Euro ausgezahlt, sondern je nachdem minus 10, minus 20% Gebühren für Upwork. Du musst das Ganze in deiner Buchhaltung aber separat erfassen. Um bei dem Beispiel zu bleiben. Würdest du deinen Umsatz in deiner Buchhaltung einbuchen, 1.000 Euro plus 190 Euro Umsatzsteuer. Das ist eine Buchung. Das heißt, du buchst wirklich einen Bruttoumsatz von 1.190 Euro. Und dann zahlst du ja 10% Gebühren. 10% von 1.190 Euro sind 119 Euro. In der Summe gleicht sich das Ganze ja aus. Also 1.190 Euro minus 119 Euro Gebühren bleibt ja unterm Strich genau das gleiche übrig, was du ausgezahlt bekommen hast. In deiner Buchhaltung ist es aber wahnsinnig wichtig, dass du zwei unterschiedliche Buchungen machst. Warum? Weil dein Umsatz der Umsatzsteuer unterliegt, die Gebühren von Upwork aber nicht, weil Upwork seinen Sitz in den USA hat. Das heißt, Upwork selbst weist auf den eigenen Gebühren keine Umsatzsteuer aus, was auch richtig ist. Und du hast entsprechend aus diesen Gebühren auch keinen Vorsteuerabzug. Und es ist wichtig, dass du in deiner Buchhaltung einmal deinen gesamten Umsatz erfasst und nicht nur den Auszahlungsbetrag. Weil dein gesamter Umsatz ist wichtig für bestimmte Vorgaben in deiner Buchhaltung. Zum Beispiel die Kleinunternehmerregelung. Die darfst du nämlich immer nur in Anspruch nehmen, wenn dein Umsatz im Vorjahr unter 22.000 Euro lag. Und da geht es natürlich um echte 22.000 Euro Umsatz und nicht 22.000 Euro Auszahlung von irgendeiner Plattform. Deswegen ganz, ganz wichtig, bei all solchen Plattformgeschichten musst du immer am Ende zwei Buchungen haben und du darfst das nicht verrechnen. Das Ganze heißt Verrechnungsverbot, ist ein ganz, ganz häufiger Fehler, den ich immer wieder sehe. Hier deswegen abschließend einmal, bitte buch das immer separat. Ich hoffe, mit diesem Video und mit meinen Checklisten und Vorlagen in der Videobeschreibung konnte ich dir weiterhelfen. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unten in den Kommentarbereich und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du, was ich erwarte, Freelancer bist, selbstständig, Freiberufler, bist in Deutschland, dann schau dir unbedingt einmal an, wie wir dir weiterhelfen können. Wir sind nämlich spezialisierter Dienstleister für Freiberufler und Selbstständige und haben einige tolle Lösungen, wie wir dein Leben als Selbstständiger vereinfachen können. Alle Informationen zu unseren Angeboten verlinke ich dir einfach einmal hier. Du kannst aber natürlich auch erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.